Schön und. Es muss einen Weg über dieses Wasser geben. Zack. Und jetzt? Ach, da oben. Komm. Und jetzt? Ah, okay. Ganz cool. Ich muss jetzt ganz cool gucken. Okay, was hat das jetzt uns gebracht? Das Teil. So, das ziehen wir erstmal dahin. So, aber bis dahin schafft man das. So, kommen wir wieder zurück. Nee. Was ist denn das für ein Fuck You-Rätsel, Mann? Bullshit, Mann. Bullshit. Das ist ein Floß, definitiv. So, das haben wir jetzt losgemacht. Ah, okay, ich weiß wie. Nee, auch nicht. Alter, willst du mich natzen oder was? Ah. Da ist was zum Zerschießen. Gut, also wir müssen jetzt erstmal dieses Ding da, ja. Komm schon, Lara. Nein, nicht, nein. Oh. Ey, Alter, willst du mich vernatzen? So, wie soll das jetzt gehen? Also. Jetzt haben wir die Mauer kaputt gemacht. Hm. Das Ding ist nicht gelb. So, hier haben wir Munition. Das haben wir jetzt zerschossen. So, wir können nicht darüber. Ich verstehe das gerade nicht. Kein Scheiß, Mann. Ah! Oh, ich bin doch blöd. Ich sehe was an dem Floß, was keiner sieht. Pass mal auf. Es gibt hier Treppen. So. Das Ding brennt nicht. Ist klar. Aber dafür bewegt sich das Floß. So. Boah, dieses Floß. So. Und glaube ich, wir machen das nämlich jetzt richtig, dass wir das jetzt erstmal hier hinziehen. Und ich hoffe nicht zu weit. Dann hier drauf springen. Das da machen. Das jetzt hier hoch runterholen. Und jetzt ganz schnell. Da. Ah, haha. Ich bin schlau wie ein Fuchs. Wenn er einen Hasen bekommt. Nicht fickt. So, jetzt. Klasse. Wir haben bestimmt was übersehen. 100%. Falsche Seite, verdammt. Statt 100%, hier müssen wir wieder zurück. So.
Also wir müssen aber da lang, weil wie willst du da rüber? Kannst du nicht irgendwie... Das schaffe ich doch niemals, Mann. Ich will nicht nochmal sterben. Wie sag ich doch? Verdammt, wieso versuche ich das überhaupt? Wir müssen irgendwie da hoch. Entweder... Ich habe das bestimmt schon richtig gemacht. Er will mich verarschen, jetzt ist das Boot da drüben. Achso, war doch ein Speicherpunkt. Also muss doch irgendwas hier sein. Was ich machen muss. Komisch aber. Wir machen uns mal das Licht kleiner. Kein Vorsprung, kein gar nichts. Hier ist echt nichts. Wie soll das bitte schön weitergehen? Ist das ein Bug oder was? Wo sehe ich irgendwas? Wir müssen da hoch. So. Da geht's auch nicht rein. Toll. Ist das ein Latzen oder was? Geht's auch nicht lang. Mal irgendwas übersehen. Ach, ich will hier keine halbe Stunde bleiben, Alter. Aber wir versuchen das jetzt. Hätte ich fast den Strom vergessen auszustellen. Das wäre schlecht gewesen. Ah, ich weiß. Verdammt. Wir können das doch so machen. Warte mal. Oh, die Idee hatte ich für uns schon gehabt. Was ist? Wenn wir uns das Boot wieder herholen. Das Ding da. Jetzt runterholen. Das Ding. Nein, 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 nein. Oh. Das klappt! Awesome! Jetzt kann ich erstmal schön durchs Wasser watschen. Oder auch nicht. Oder doch. Erstmal. So einfach kann es gehen, ja? Die Idee hatte ich vorhin schon gehabt. Hätte ich von Anfang an hätte machen können. Boah, so schwer kann das Rätsel doch gar nicht sein. Oder? Ein Lagerraum. Artefakte aus einem alten Grab. Wonach haben sie gesucht? Erstmal alles zerstören hier. Die Schatztruhe. Eine Schatztruhe. Mit viel, viel, viel Inhalt. Na, was hast du gefunden? Grab durch so überflutetes Gewölbe gemeistert. Ein Fähigkeitspunkt. Ey, cool. So. Da haben wir das schon mal gemacht. Jetzt haben wir einen Fähigkeitspunkt. Yeah, jetzt kann man einen Fähigkeitspunkt haben. So. Kategorie. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Nee.
Bogenexperte. Benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnung. Schalte das Kopfschuss-Fadenkreuz frei. Pistolenexperte. Töten Sie Feinde auf kurze Distanz für mehrere Belohnungen. Schalten Sie der Kopfschuss-Fadenkreuz. Gewehrexperte. Schrotflintenexperte. Messerexperte. Ausweichkillmeister. Greifen Sie hier nach einem Ausweichmanöver an und sind noch tödlich und können nahezu jeden Feind ausschalten. Ich weiß nicht. Das gefällt mir noch besser. Ich mach das. Drücken Sie Y, werden Sie den Bogen benutzen, um betäubende Feinde mit einem Pfeil des Restes. Mit dem Pfeil. Boah, das wird ja richtig brutal, Alter. Lara wird er langsam hier zur Terminate Sex Machine hier. Gehen wir jetzt eigentlich wieder zurück? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber wir müssen zurück. Oh. Wir müssen wieder zurück. Oh ja, ruckel. Die ganze Zeit hat es nicht hier ruckelt. Ja, jetzt muss ich wieder ruckeln, oder was? Was ist da los, Mann? Meine Fresse. Heute rede ich auch wieder wie ein Würstchen, ja? So richtig viel, ja? Als würde ich irgendwann in der Fruttenbude stehen und Pommes verkaufen. Zu 50% stimmt das sogar. Hat was. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurückwatscheln. Ging's hier runter? Ging's echt tatsächlich runter? Gibt's hier noch was für mich? Gibt's wirklich noch was? Awesome. Oder sind wir von hier gekommen? Ich glaube, wir sind von hier gekommen, oder? Sind wir von hier gekommen? Ja, wir sind von hier gekommen. Wir müssen hier. Oh. Ja, wir sind von hier gekommen. Stimmt. Wir sind auf dem richtigen Weg wieder zurück. So, erreichen Sie das Wrack der Endurance. Okay. Dieser Bogen sieht so awesome aus. Oh. Schon alleine das Spiel ist geil. Möwe. Möwe, flieg nicht weg! Ich will Möwen töten. Zack. Juhu! So. Können wir das schon kaputt machen? Ja. Verdammt, das kann ich noch nicht. Ach, Lara, kann ich nicht. Es gibt nur einen, ich kann das. Ja? Und nichts anderes, verdammt nochmal. Da ist nämlich noch was. Ach. Ein Buch. So. Hoshi, ihr Abbild. Priesterin Hoshi beschreibt in diesem Tagebuch ihre Angst, sie befürchtet, als neue Sonnenkönigin auserwählt zu werden. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe, kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Ja, selbst eine neue, alte Kündigung braucht eine alte Kündigung braucht auch, auch die alte Königin braucht eine neue Königin. Ja, um halt das Königreich anzutreiben. Jetzt bin ich weitergegangen, ohne zu gucken. So eine Scheiße. Naja, egal, vielleicht kommen wir wieder dahin. So. Oh, komm ich auch. Die muss ja irgendwann mal Rückenschmerzen bekommen, ey, bei dem ganzen gebückt gehen und sowas, also. So. Soll ich euch mal sagen, jetzt bin ich genau an dem Anfang. Die Endurance. Sie schlachten sie aus. Jetzt bin ich an dem Anfang, wo wir waren.